Guten Tag. In meinem heutigen Video geht es um den Schriftsteller Martin Mosebach, der seit den 80er Jahren eine Fülle von Romanen vorgelegt hat. Einige wollen wir uns heute anschauen. Martin Mosebach ist katholisch, er ist konservativ und er schreibt viele Bücher. Man merkt den Büchern gelegentlich den Katholizismus, häufig aber den Konservativismus an. Ich selbst habe nachgeschaut und festgestellt, dass das erste Buch, was ich von Martin Mosebach gelesen habe, tatsächlich eine seinerzeitige Neuerscheinung war, was davor geschah. Ich gestehe, ich habe das Buch vor allem wegen des Kakadus gekauft, der in dem Buch tatsächlich auch vorkommt. Das war 2010 und danach sind mir Bücher des Schriftstellers zufällig über den Weg gelaufen, wie Schöne Gewohnheit zu leben, ein Buch mit kürzeren Texten über Italien. Und dann habe ich ein Jahr später, 2016, den Roman Westend gekauft. Er gehört zu den berühmten Mosebach-Romanen und ich hatte recherchiert über die Bedeutung des Buches, über die Rezeption, über auch die gesellschaftlichen Implikationen, die dort verarbeitet werden und habe mich sehr auf die Lektüre gefreut und dann in meinem Blog Notizhefte auch ausführlich über dieses Buch geschrieben und empfehle die Seite auch immer wieder, weil ich das Buch einfach faszinierend finde. Doch dazu gleich. Vor kurzem, Anfang 2019, las ich dann Der Nebelfürst, das ich zufällig in einer Buchhandlung als Taschenbuchausgabe entdeckte. Auch darüber habe ich in den Notizheften geschrieben. Ein interessanter historischer Roman, der Schlaglichter auf die wilhelminische Gesellschaft, auf bestimmte Formen des Risikokapitalismus, des Wagniskapitals und auch ja, in gewisser Weise der Spiegelfechterei, der Vorspiegelung falscher Tatsachen wirft, der streckenweise als Schelmenroman daherkommt. Burleske Züge hat eine interessante, unterhaltende Lektüre, die für den historisch Interessierten eine Vielfalt von Bezügen herstellt und auf alle Fälle lohnend ist. Auf das Buch will ich heute gar nicht weiter eingehen, sondern eigentlich ein paar generelle Anmerkungen zu Mosebachs Werk machen, soweit ich das anhand dieser vier Bücher, die ich davon gelesen habe, beurteilen kann. Mosebach selbst ist vielfach ausgezeichnet worden für seine Veröffentlichungen, aber auch eben immer wieder umstritten, weil er sich gelegentlich pointiert in Zeitungen oder auch im Fernsehen zu politischen Debatten geäußert hat und hier eben eine konservative Position vertreten hat, die natürlich weder mehrheitsfähig ist noch dem Mainstream entspricht und gerne gehört wird. Das sollte einen meines Erachtens allerdings nicht davon abhalten, darauf zu hören, was Mosebach im Einzelnen zu sagen hat. Das kann nämlich durchaus sinnvoll, vielleicht sogar überzeugend sein. Also 2010 las ich, was davor geschah, 2015 dann dieses kleine Buch über Italien mit den schönen Trouvaillen, wenn man so will, über den Golf von Neapel, über das Nationalmuseum in Neapel, über die Commedia dell'arte, Venedig, römische Tageszeiten, der Tod in Neapel, das Design ist das Schicksal Bertone, Pininfarina und Giugiaro. Wunderbar natürlich auch anklingend sozusagen an die Prägekraft Italiens im 20. Jahrhundert für die europäische Moderne, sodass Italien eben nicht nur museal aufgefasst wird in seiner Bedeutung etwa in der Renaissancekunst, sondern durchaus auch
im 20. Jahrhundert. Mosebach, Jahrgang 51, hat natürlich seine komplette Prägung im 20. Jahrhundert erfahren und die Eindrücke, die er hier geltend macht, stammen aus dieser Zeit. Und das ist eben auch die Hochzeit Italiens, die hier wunderbar gespiegelt wird. Das Buch ist sozusagen ein spätes Zeugnis für die Italien-Sehnsucht der Nordländer. Es sind kleine Texte, die man einerseits schnell lesen kann, die aber andererseits durchaus immer wieder zum Innehalten auffordern. Und das liegt natürlich vor allem an der Sprache, an der Sprachmächtigkeit Mosebachs. Denn er ist ein Autor, der jedenfalls einen Leser wie mich voll und ganz überzeugt durch die Art und Weise, wie er schreibt. Allen Büchern, die ich bisher gelesen habe, gemein ist die sprachliche Präzision, die, so sehe ich das, auf einer genauen Beobachtung fußt und diese widerspiegelt, aber ja, nicht aufdringlich werden lässt, sondern die Beobachtung mündet gleichsam in diese sprachliche Präzision und beim Lesen kann man das Ergebnis der Beobachtung überzeugend und sehr angenehm nachempfinden. Das finde ich wunderbar und die geschliffen elegante Sprache hebt Details hervor, charakterisiert Stimmungen in feinsten Schattierungen und bietet jedenfalls für mich Lesegenuss auf höchster Stufe. Wer also ein elaboriertes, geschliffenes, präzises Deutsch schätzt, wird bei Mosebach auf seine Kosten kommen. Und insbesondere der Roman Westend, man sieht ein dickes Buch, ist ein wunderbares Beispiel hierfür. Es ist ein komplexer Gesellschafts- und Familienroman, der in Frankfurt am Main spielt, sozusagen gesamtgesellschaftliche Entwicklungen der Nachkriegszeit behandelt, am Beispiel von bestimmten exemplarischen Einzelschicksalen und das in einen Gesamtzusammenhang bettet, der dann in der beinahe Gegenwart der Erzählung anlangt. Das Buch ist Anfang der 90er Jahre erschienen und am Ende sozusagen in der aktuellen Zeit geht es dann um die bauliche Neuordnung des Frankfurter Stadtteils Westend, Immobilienspekulation, Neubaupläne, Stadtstrukturfragen, das zu dieser Zeit in Frankfurt wie in anderen Städten der Bundesrepublik Deutschland, aber eben vor allem auch dort, ein ganz wichtiges Thema war, das vielfach literarisch auch bearbeitet worden ist. Und Mosebach schafft es, dies in dem Roman auf eine ganz, nicht nebenbei ist das falsche Wort, aber es wird nicht plakativ in den Vordergrund gestellt, sondern durchwirkt ab einem bestimmten Zeitpunkt die Erzählung und gewinnt von dort her einen ungeheuren Einfluss auf das Ganze. Aber wir wollen einen Blick in das Buch werfen und auch einmal schauen, wie das mit der Sprache so ist, worum es geht. Also die Geschichte ist zu komplex, als dass man sie jetzt hier in 3-4 Worten erklären könnte. Im Wesentlichen geht es um eine Lebensgeschichte zweier Familien, die über die Generationen hinweg miteinander verschränkt ist. Das sind Geschäftsleute, die Labontés auf der einen Seite und die Familie Haas auf der anderen Seite. Zwei gleichaltrige junge Männer, die wenig miteinander zu tun haben. Und wir verfolgen das Leben von Eduard Haas von frühe Zeit bis in die Gegenwart heran, wohingegen der junge Labonté ein Kind bekommt, stirbt und sozusagen ganz langsam aus der Geschichte herausschleicht.
Im Fokus steht dann sein Sohn, der junge oder der ganz junge Lamontey, weil es natürlich auch noch eine ältere Generation gibt. Natürlich treten noch weitere Personen hinzu. Eduard Haas heiratet, er bekommt ein Kind, er nimmt sich eine Geliebte, er ist Teil eines Firmenkonglomerats, das ahnt man jetzt schon später in diese Immobiliengeschichte verwickelt wird. Er ist gleichzeitig Kunstsammler und eine präsente Erscheinung im Leben des Westens. Und etwas mehr am Rand, aus objektiver Perspektive gesehen, leben die Labontés, wobei die Tanten des jungen Labonté ihr Haus, ihre Geschichte und ihr Leben für den Mittelpunkt der Welt halten. Die Maßstäblichkeit der Prägung, die sie in ihrer Jugend erfahren haben und an der sie sämtliche Verfallserscheinungen, Modernisierungsentwicklungen, Irrungen und Wirrungen der deutschen Geschichte der Stadtentwicklung messen, sind eine ganz wunderbare Folie für das, was, wenn man so will, ansonsten in der Welt draußen passiert. Und die Kontrastierung dieser verschiedenen Perspektiven, das gelingt Mosebach grandios. Mir persönlich hat auch gefallen, dass bestimmte Äußerungen, bestimmte Ansichten durchaus in unterschiedlichen Maßstäben, aber gleichwohl paradigmatisch für meine eigene Erziehung in der westdeutschen Provinz prägend gewesen sind, dass bestimmte Überlegungen, bestimmte Einstellungen und auch Auffassungen, was Arbeitsethos angeht, das sind Dinge, die ich von zu Hause kenne, von meinen Eltern, die sie von ihren Großeltern haben und die eben in dieser Zeit des Wiederaufbaus ganz selbstverständlich transportiert worden sind. Ich finde das faszinierend und habe das Buch natürlich auch als Mensch, der aus der weiteren Gegend von Frankfurt stammt und eben der generationell damit verbunden ist, besonders interessant empfunden. Gleichzeitig bin ich aber der Meinung, dass das Buch durch seine breite erzählerische Anlage auch jeden anderen fesseln und interessieren kann. Es ist eine komplexe Geschichte mit vielen, allerdings gut zusammengebundenen Handlungssträngen und vor allem, es ist ein wahrer Lesegenuss. Also das Sprachliche, was Mosebach hier aufführt, das ist einfach wunderbar da. Das kann ich gar nicht anders charakterisieren. Sprachlich ist dieses Buch wunderbar, komplett durchstrukturiert, aber man merkt es nicht. Es ist gelassen erzählt bei aller Ausgepichtheit. Darin liegt meines Erachtens die große Meisterschaft. Und gerade auch die Charakterisierung durch Gegensätze, unterschiedliche Personen, Ansichten, ja auch Auftreten, all das wird ganz meisterhaft geschildert und man ist sozusagen immer und sofort mittendrin. Fantastisch. Einfach fantastisch. Etwa zieht eine Familie von Berlin nach Frankfurt und der Junge dieser Familie geht eben mit Alfred Labonté auf die Schule. Alles, was es in Berlin gab, hatte irgendwann den Ostens gehört. Die Geschichte Berlins war letztlich ihre eigene. Die Außerordentlichkeit Berlins hatte sich auf die Ostens übertragen. Das Dabeigewesensein war die ihnen eigentümliche Lebensweise. Sie hatten ihre Seelen ausgesandt an die Orte der großen Ereignisse und saßen friedlich bei laufendem Radio und aßen ein schlichtes Abendbrot mit Rettich und Teewurst und in ihrem Herzen pulsierte die Metropole. Aus der beschaulichen Sicht Frankfurts Wahnsinn und das Selbstverständnis Westberliner Menschen aufs Genaueste charakterisiert. Haas liebte solche Überlegungen noch aus Gymnasiastentagen, in denen er sich zum ersten und letzten Mal mit der Frage der Anmut schriftlich hatte befassen müssen. Und er bewahrte den Erwägungen, die er damals angestellt hatte, eine Treue, die mit der Rührung über seine eigene geistige Anstrengung eng verbunden war. Das kreist um die erste Begegnung mit seiner späteren Geliebten und
wie sich das entwickelt, ist auf ganz hervorragende Weise zusammengefasst, die ich niemandem hier vorenthalten möchte. Haas als Kunstsammler lernt einen Galeristen kennen und verliebt sich in dessen Frau. Guggisheim war also tatsächlich verreist und hatte seine kostbare Frau allein zu Hause gelassen, dachte er auf einmal nach Art der Landsknechte, die in Ehemännern nur schlaue oder törichte Haremswächter erblicken. Eine für Eduard Haas vollkommen fremde und ungewohnte Denkungsart. Eine gänzlich unfrankfurterische Sicht der Ehe. Denn in Frankfurt wurde ein Ehepaar, jedenfalls in der Sphäre seiner Eltern, wie eine Firma betrachtet, in der den beiden Geschäftsführern unterschiedliche Aufgaben zukamen, dem einen das Reisen, dem anderen die Verwaltung des Kontors. Kurze Zeit später, in Forte dei Marmi bewohnten sie drei weit voneinander gelegene Zimmer. Nach einer Weile reiste Guggisheim ab. Das Ehepaar verabschiedete sich zärtlich und unerhört vertraut. Haas stand wie ein Fremder daneben. Nach einer weiteren Woche begleitete er Dorothea nach Basel, wo er im Hotel abstieg. Am nächsten Tag folgte sie ihm nach Frankfurt. Für eine Weile reiste sie noch hin und her, aber nach einem Vierteljahr ließ sie den Inhalt ihrer Kleiderschränke nach Frankfurt überführen. Dorothee kam nicht allein dort an. Ihr Arzt hatte sie darauf hingewiesen, dass sie ein Kind erwarte. Aber natürlich kann es so nicht weitergehen. Haas findet Gefallen an anderen Frauen. Und so kommt es eben, wie es kommen muss, und er nimmt sich eine Geliebte. Es ist fast unmöglich, die Geschichte einer Ehe zu schreiben. Zu zahlreiche und allzu verborgene Motive drängen sich um allzu wenige und allzu schwierig zu fassende Ereignisse. Das Gewichtigste, das über eine Ehe zu sagen wäre, ist, dass sie besteht. Haas war wirklich entschlossen, Dorothee als Freundin und Geliebte sein ganzes Leben lang zu behalten, und sein Mitteilungsdrang diente allein diesem Ziel. Sie war sich sicher, Eduard Haas nicht zu lieben, aber sie wusste, dass sie kein Opfer brachte, indem sie bei ihm blieb. Nun hatte er sich als würdiges Haupt seines Harems bewiesen. Dorothee blieb ein für allemal seine Frau, mit allen Rechten einer Ehefrau, und Etelka hatte diese Lage zu akzeptieren und sich mit dem zweiten Platz zufrieden zu geben, wo es ihr, wie er sich mit gutem Gewissen sagen konnte, weiß Gott, an nichts fehlen würde. Sehr schön, mit vielen Details, mit vielen Höhepunkten, mit wunderbaren Stellen, zu denen man auch als Leser immer wieder zurückkehrt, beschreibt Mosebach das Verhältnis von Eduard Haas zu seinen beiden Frauen, so muss man es ja letztendlich nennen. Das ist grandios. Und die Vertrautheit dieser Passage, das Wiedererkennen von Milieus und Argumentationssträngen, die Haltung, die aus vielen Formulierungen spricht, das erinnert mich an die Welt meiner Großeltern und Eltern. Und in einem Abglanz davon bin ich natürlich selbst aufgewachsen. Beispiel. Sie schätzten die Familie Haas, vor allem aber die dahinterstehende Familie Ohlenschläger, und hielten deren Andenken in Ehren. Gegen einen häufigeren Umgang ihres Großneffen Alfred mit Lilli Haas hätte in ihren Augen nur die Familientradition gesprochen. Friedrich Labonté hatte es sich zum Grundsatz gemacht, Abstand zu seinen Kunden zu halten. Und die Tanten, seine Töchter, die, wie sie zu sagen pflegten, wussten, wer sie waren, gedachten, es genauso zu haben. Und hier kommt eben so ein ganz bestimmtes Zeitgefühl, eine Haltung, aber auch eine Weltsicht und ein Kodex zum Ausdruck, der ja bei aller Schwierigkeit, ihn manchmal zu verstehen, aber doch so präsentiert wird, dass er, auch wenn man ihn auch ironisch, und auch Mosebach tut das natürlich, ironisch auf ihn blickt, der doch Charme entfaltet und auch so ein bisschen Melancholie, wenn man überlegt, ist das denn heute noch so? Und wenn man sich dann fragt, ob es vielleicht nicht zwingend besser ist, wie es heute ist, und ob ein bisschen mehr von jener Haltung, von jener Weltsicht, von jenem Kodex heute vielleicht nicht auch ganz angebracht wäre. Ich finde, auch dazu, zu solchen Überlegungen regt das Buch an, und hier merkt man natürlich auch wieder, dass Mosebach ein konservativer Denker und Schriftsteller ist, der eben auch
darauf hinweist, dass die Gegenwart nicht zwingend die beste Möglichkeit ist, die die Entwicklung genommen hat. Ihr war nur noch nicht klar, was sie überhaupt leisten konnte. Und sie fürchtete sich davor, wenn Haas immer wieder vorschlug, ihr ein Blumengeschäft zu schenken. Haas denkt an die Hölle und will Abbitte leisten, Buße tun, im Vorgriff auf die Situation, mit der er fest rechnet. Und dazu gehört, dass sie irgendwie kaschiert, dass sie ausgehalten wird und sozusagen einen Beruf ergreift. Und dann ist es dieses Blumengeschäft, das hier eine Rolle spielt, und der erfahrene Buddenbrooks-Leser denkt natürlich sofort an das Blumengeschäft und die Blumenhändlerin, die zur Geliebten von Thomas Buddenbrook wird. Und Mosebach hat das natürlich nicht ohne Grund getan. Die fortschreitende Zeit führt, ich erwähnte es schon, freilich auch in die Zeit der Wohnraumvernichtung der 1960er Jahre, die städtischen Planungen zur Umgestaltung des Frankfurter Westends und zum Kampf gegen die Bourgeoisie. Fred Ohlenschläger, der Kopf der Verwaltung, das ist die Bezeichnung für das Firmenkonglomerat, von dem die Firma die Familie Ohlenschläger-Haas lebt, und Haas seine Kunstsammlung, sodass später Verwaltung und Sammlung als zentrale Begriffe nebeneinander stehen, so wie bei den Buddenbrooks die Firma. Der Ohlenschläger, der Kopf der Verwaltung, hat als Immobilienspekulant Anteil an der Entwicklung. Die Schwestern Labonté, für die der väterliche Besitz, die Villa, ein Heiligtum darstellt, trotzen der sie um tosenden Verwahrlosung. Mosebach schildert diese traumatische Phase der Frankfurter Stadtgeschichte eindringlich und gleichzeitig mit spöttisch hochgezogenen Augenbrauen. Es kam nicht in Frage, in den Straßen des Westends eine ärmliche und kranke Hure herumlaufen zu lassen, die an anderen Plätzen der Stadt vielleicht noch ganze Arbeit leistete. Denn es entstehen sogar Bordelle im Westend. Also insgesamt, ich kann das jetzt hier nicht weiter ausführen, ein gut erzähltes, weitläufiges Buch, komplexe Erzählstrukturen, überzeugende Stränge, die Mosebach souverän in der Hand hat, zusammenführt, verknotet, auseinanderzieht, eine lange Linie zeichnet und das alles, wie gesagt, in einer wunderbaren, überzeugenden Sprache. Es ist ein Lesegenuss allererster Güte. Es hat nichts von modischem, abgehacktem Staccato, diese nackten Sätze, die in den 2010er Jahren immer weiter um sich gegriffen haben und die mir Lektüre aktueller Bücher sehr häufig verleiden. All das findet sich hier nicht, sondern es ist meisterhaft geschrieben, es ist pointiert, klug erzählt, es hat eine klare Botschaft und auch in den anderen Büchern, die ich eingangs kurz erwähnt habe, zeigt sich Mosebach als glänzender Stilist, als überragender Erzähler, und das Video kann, das merkt man schon, kann nur mit einer Empfehlung enden, die sagt, schauen Sie nach den Büchern von Martin Mosebach, insbesondere nach dem Westend, ein packendes Buch, dessen Lektüre sich lohnt und in das man, wie ich finde, auch immer wieder mit Gewinn hineinlesen kann. Ein einzelnes Kapitel und man ist in dieser spezifischen Lesestimmung. Dieses Hochgefühl des Lesegenusses stellt sich hier schnell und, wie ich finde, auch nachhaltig ein. Das Buch wirkt nach. Es ist eine ausführliche Lektüre wert, wie auch die anderen Bücher von Martin Mosebach, die ich bisher kennengelernt habe. Das war's für heute. Wenn Ihnen diese Vorstellung gefallen hat und Sie sich überhaupt dafür interessieren, dem Kanal Notizhefte zu folgen, dann drücken Sie jetzt auf Abonnement. Man soll da übrigens auch auf die Glocke drücken, habe ich gehört. Also auch das, Abonnement plus Glocke, und dann wird nichts mehr verpasst in Zukunft. Schönen Tag noch.